und damit herzlich willkommen zurück. Jetzt habe ich einen Co-Moderator hier, der MC Dragon ist mit dabei. Hallo MC Dragon. Guten Tag, YouTube-Welt. Danke für die Krankheit. Aber naja, so ungefähr bist du ja auch. Man nannte mich auch Ebola. Hallo, ich bin vom Beruf Ebola. Nein, das ist nicht witzig eigentlich. Eigentlich nicht, nein. So. Aber wir können drüber lachen, weil es ungefähr 30.000, naja, nicht ganz. 3000 Kilometer von uns entfernt ist. Zu deiner Information wurde am Wochenende der erste Ebola-Tote in Deutschland gemeldet. Nur weiß, so in Leipzig. Ja, also so drüber lachen würde ich an deiner Stelle nicht. Scheißegal, mich trifft's eh nicht. War das Leipzig? Ja, ich glaube. Ich glaube, es war Leipzig. Weil Leipzig war der erste, der gestorben ist. Okay. Das gab aber bis jetzt noch einen. Also, ich möchte es nicht haben. Ganz ehrlich, da gibt's schönere Tode, die ich mir vorstellen kann. Wieso? Ist doch cool. Du bist ungefähr 6 Wochen krankgeschrieben. Ja. Danach tot. Ja. Toll. Wirklich. Also. 6 Wochen Hardcore-Suchten. Das mache ich auch ohne, dass ich Ebola habe. Das ist echt so, weiß nicht. Weil ich ja übel... Ups, das war das Knopf. Ja. Weil ich ja übel krank finde, ist dieser neue Ebola-Rassismus, der jetzt in USA aufgekommen ist. Hast du davon gehört schon? Sagt mir was. Na, was meinst du genau? Na, es geht jetzt, die haben so einen neuen Rassismus aufgemacht, so, ja, die Schwarzen, die sind schlecht, weil die den Ebola überbreiten und die Schwarzen müssen alle verbrannt werden und baut eine Mauer drumherum und was weiß ich nicht alles. Übel krass, ey. Echt? Weiß nicht, was die Köpfe von den Menschen manchmal vorgeht, aber ja, genau. Ja gut, das heißt solche Panikaktionen, ne? Ja, es wird aber auch übel hart gefördert von den Medien und so. Das raff ich wieder. Ja, natürlich. Wie man das noch unterstützen kann. Was ich nicht verstehe, ist, warum die Deutschen solche Leute überhaupt hier ins Land lassen. Das verstehe ich nicht, weißt du? Warum lassen die Ebola-Kranken einfach nach Deutschland? Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die... Das ist aber nicht nur eine Sache der Deutschen, das machen alle falsch. Also ist jetzt nicht irgendwie Hass gegen irgendjemanden oder so. Nein. Aber wenn sowas ausbricht, dann muss man einfach sagen, okay, wir machen die Grenzen zu, damit sich nicht in... Alter, was sind das für geile Bilder? Damit sich nicht verbreitet. Was bringt es dir, wenn im Endeffekt jedes Land damit infiziert ist? Nur weil du hier der Gute sein willst und die Leute reinlassen, das bringt niemanden was. Das bringt weder denen was noch dir was. Ja. Was ich ja krank finde ist, es gab ja die Regel in Deutschland, dass Ärzte nur in Teams rumlaufen dürfen, damit Fehler vermieden werden, ne? Richtig. Und dieser Ebola-Tod, der ist nur dadurch entstanden, dass irgendeine dumme Ärztin alleine rumgerannt ist und einen Fehler gemacht hat. Und sowas ist echt dämlich einfach nur. Es ist, Keine Ahnung. War bestimmt wieder, wir haben nicht genug Personal, mach das mal alleine. Der hat ja nur Ebola. Es ist halt das Problem, dass Deutschland halt immer noch im Schatten von 1938 steht, ne? Und bis 1945. Die müssen halt überall mitmischen und alles mithelfen, so. Aber das wird, glaube ich, unser Verhängnis werden. Wir müssen nicht, aber Leute wie Angela Merkel, sagen halt, ja, wir müssen unbedingt. Das ist ja nicht mal Angela Merkel. Das ist also oder wenn dann was ist auch es, immer, wer auch immer da jetzt mit Gesundheitsminister. Ja, Gesundheit. Oder auch das mit der ISIS. Das ist genau das gleiche. Natürlich müssen wir uns hier damit einmischen. Na klar, wir haben so viel Militär, dass wir uns da einfach drum kümmern können. Naja, das ist halt, wenn Frauen in der Militärstellung sind. Nee, es hat nichts mit Frauen zu tun. Ich glaube ja, das ist dieses typische, ja, ich schicke die Leute mal los, ich selber muss ja eh nicht loslaufen. Das ist, glaube ich, eher so diese Richtung. Von akuter Dummheit. Das ist auch eine sehr anstrengende Krankheit, eine akute Dummheit. Ich? Nein, akute Dummheit ist eine anstrengende Krankheit. Achso. In Deutschland ist sehr häufig vertreten. Oh, das sind übel geile Bilder, aber ich will, genau, so eins will ich haben. Nice. So, dann holen wir hier mal noch das Fleisch raus, dann holen wir da mal noch das hier raus. Jo. Wir wollten ja angeln, gell, aber da muss ich vorher mal schlafen gehen, weil sonst wird das hier... Was, wir wollten angeln gehen? Es sind so viel. Nein, hier im Spiel bei Minecraft. Puh, ich kann ja auch durchs Fenster eigentlich angeln, oder? Müsste ja eigentlich gehen. Hoch. Jetzt hab ich den Zaun geangelt, scheiße. Das ist immer, das müsste ja eigentlich funktionieren. Also ich hab
Die Angeln zwar draußen, aber ich glaube nicht, dass ich den Fisch hier hochkriege. Ich könnte allerdings auch den Zaun einfach abbauen hier vorm Fenster. Warum ich nicht? Wir bauen den Zaun ab und können dann durchs Fenster angeln. Ist auch nicht schlecht. Okay, da war gerade ein Fisch dran, den konnte ich jetzt aber leider nicht holen. Warte, wir bauen mal hier jetzt den Zaun dann so hier dran. Genau, da haben wir jetzt ein offenes Fenster. Warum nicht? Wir können hier angeln. So müssen wir nicht rausgehen. Können nicht vom Creeper überrascht werden, oder so ein Spaß. Und falls mal ein Skelett kommt, naja, scheiß drauf. Das ist doch eine geile Idee. Fisch? Ist der unten gelandet jetzt? Ah, genau sowas meine ich! Genau! Genau sowas habe ich gemeint. Von sowas wollte ich nicht überrascht werden. Hat super geklappt. Ja. Na gut, dann gehen wir mal nach oben, reparieren das Loch schnell. Der Creeper. Oh, coole Mucke. Hätte ich Spinne, glaube ich, gefunden. Super, wir haben noch genau 4 davon. Das passt ja. Möchte aber gleich nochmal ausprobieren mit den Angeln, das machen wir mal am besten gleich. Ob ich jetzt einfach zu blöd war, das Ding. Ich finde so komisch, dass da keine Schnur in der allerdings ist. Ist ja jetzt keine Animation, warte mal. Ressource Pick. Nehmen wir uns mal das R3D Craft. Und schauen mal, ob die Animation dazu überhaupt noch da ist. Ich glaube bei dem Cope ist die Animation für den Fisch, der fliegt nicht dabei. Müssen wir mal schauen. Erstmal dauert es wieder 3 Stunden, weil ich gerade aufnehme und gleichzeitig das hier mache. Naja. Also, keine Ahnung. Der Default Look of Minecraft. Ah, so, ich bin wieder da. Ja, das haben wir auch mitbekommen. So. Scheiße! Mein Dolls. Nichts im Klon stinkt. So. Schauen wir mal, ob es jetzt hier runter geht. Fadenkreuz draufrichten und dann sieht man am besten, ob es vorne geht. Oder so. Aber das Flop-Geräusch ist ja eigentlich ganz okay laut. Das sind ein paar, ich sehe es ja. Aussagen von mir manchmal. Ja, dumm halt. Ansteckende Krankheit. Hallo. Okay, doch, der Fisch kommt hier hoch und wir haben einen rohen Lachs geangelt. Cool. Da bastel ich mir hier oben gleich mal noch eine Kiste. Hab ich hier keine Lockwirtschaft? Hab ich ja. Aus dem teuren Schwarzeichenholz, das wir uns geholt haben, bauen wir uns jetzt die Kiste hier auf. Ups, da. So, da legen wir den Lachs mal rein und machen wir hier unten erstmal ganz kurz dicht. Was der Creeper uns da weggesprengt hat. Ich frag mich, wie der hier reingekommen ist. Ja gut, eigentlich logisch, wie der hier reingekommen ist. Theoretisch kann ich das einfach wegmachen hier. Nee, raus. Ja, sieht auch scheiße aus. Oh. Das sieht auch scheiße aus. manchmal. Machen wir nachher. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal kein Creeper hierher. Und hier sollte eigentlich auch nichts kommen können. Leo ist da. Lobst es. Was im Chat? Ja. Der Joe ewig nicht mehr blicken lassen. Oder der lässt sich allgemein ziemlich selten blicken. Das ist Dean. Das ist kein Grund. Er studiert gerade. Das ist kein Grund. Zocken geht vor. Das weißt du doch. Er hat kein Penis. Das, naja. War auch vorher schon der Fall. Wir haben Level 28, können wir schon Level 30 verzaubern mit unserem Tischen hier? Ja, Level 30 geht schon, das heißt wir gucken mal schon, dass wir Level 30 erreichen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns einen Diamantschwert machen oder sowas.
Haben wir eine Rüstung? Wir haben eine, wir haben eine Silberrüstung. Haben wir denn Diamantwaffen? Da haben wir drei Eisenschwerter. Da haben wir eine Schaufel aus Diamant. Wir haben zwei Kompasse. Das heißt die Mehrzahl von... Ah, ne, Kompen ist, glaube ich, die Mehrzahl von Kompasse, oder? Das ist keine Mehrzahl. Die Kompass? Ja. Na gut. Ich glaube, der... Oder warte mal, der Kompass? Die Kompasse. Ich glaube, die Kompen heißt es. Die Kompen? Katakomben? Ja, genau, wie Katakomben. Klingt komisch. Klingt komisch, ist auch so. So, machen wir uns mal ein Diamantschwert hier schnell. Ich weiß nicht, haben wir durchs Angeln gerade Erfahrungspunkte bekommen, weil dann könnten wir jetzt so lange angeln, bis wir einfach durchs Angeln 5 Trilliarden Erfahrungspunkte gesammelt haben. Schönen dicken Hecht gefangen. Nee, einen Lachs habe ich gefangen. Einen roten. Wieso kein Hecht, oder? Weil es Hechte bei Minecraft noch nicht gibt. Ich hab dir so oft gezeigt, wie man Hechte fängt in Waren. Das hier war auch nur, weil ich einen Plusstein gemacht habe. Und wo du nicht mehr da warst, habe ich keinen mehr gefangen. Siehst du? Also, wo ist dein Problem? Also, wir hatten dann unseren Freunden dazu, wenn wir einen Hecht gefangen haben, haben wir uns in den Fluss gestellt. Wir haben uns in den Fluss gestellt und haben so gesungen. Das habe ich jetzt gefangen. Ein roher Fisch. Ich find's auch geil, du kannst dir Hechte, du kannst dir Lachse, Nemos und Fisch fangen. Da gibt's so ein blaues Vieh, das heißt einfach nur Fisch. Lol. Man könnte eigentlich sagen, dass das vielleicht, Heringe sind. Zumindest sehen die so aus, so leicht. Aber einfach nur Fisch ist ein bisschen dämlich. Wenn sie jetzt schon so spezifisch gehen und jetzt die Lachse hinschreiben und so. Aber was will man erwarten, ne? Ist das Weihnachtsmucke? Ich weiß es nicht. Oh, was haben wir jetzt gefangen? LOL! Ich habe mit meiner Angel gerade eine verzauberte Angel gefangen. Und in der Angel ist Glück des Meeres 2 und Köter 2 dabei. Ist es geil. Ist es geil. Ist es geil. OMG. Roffel XD um fucking... das habe ich nicht gesagt. Nein. Habe ich nicht. Nein, ich dachte, ich habe ein Haltbarkeitsbuch. Oh mein Gott. MC Dragon, ich habe eine sehr gute Angel gerade gefunden. Das ist auch kein... Das passiert ja auch öfters, wenn du angeln gehst, oder? Eine Angel finden? Du findest dann einfach so eine Angel, musst du vorstellen, du angelst mit so einer 100-Euro Angel und kecherst dann da so eine 1000-Euro Angel raus. So ungefähr war das jetzt. Na klar. Passiert mir das ist eigentlich Standard, das passiert mir öfter. Ja, du weißt gar nicht, wohin mit den Angeln gehen. Ja, ich habe 50 Angeln stehen. Oh, noch ein Lachs gefangen. Ey, das ist geil, Alter. Ohne Mist, das ist mir noch nie passiert, dass ich mit der Angel eine Angel gefangen habe. Also du kannst seit den neuen Patches, kannst du mit der Angel allen möglichen Dreck fangen. Ich hoffe ja mal, dass ich Sättel fange, damit ich meine Pferde tamen kann. Damit du dann riechen kannst? Ja, damit ich dann Kinder vom Fahrrad schubsen kann und am Sattel riechen kann. Das mache ich öfters so. Ja, das glaube ich dir sogar. Warum? Alles, ich freue mich gerade mega über die Angel, ey. Ohne Scheiß. Schön. Da muss ich die nicht verzaubern. Wie ich das bei Frauen nochmal anstelle. Muah. Nicht. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Alter, ohne Schiss, das geht gerade mega ab. Noch ein Fisch gefangen. Ich liebe die Angeln. Ich liebe sie. Wo kommt denn das her? Boah, die Morgana, Alter, die ist so gut. Was spitzen gerade? K6. Als AD Carry? Ja, natürlich als AD Carry. Nee, als Supporter. Ich hab vorhin Morgana. Morgana ist mein Sub. Ich hatte vorhin wieder, da gibt's doch diesen einen Typen bei mir, der mit mir ständig zocken will, der Nuke-Type. Ich habe ja kein Problem gegen... Alter, ich habe einen Kugelfisch gefangen. Geil. Ich habe ja kein Problem gegen den, aber der ist Bronze 5 und der spielt manchmal einen Scheiß zusammen. Da hat er vorhin mit Gangplank versucht zu supporten und hat sich gewundert, warum er das Spiel verloren hat. Oh, Mann, und ich weiß auch nicht.
Wie gesagt, ich habe nichts dagegen gegen solche Blaze, aber dann soll man sich nicht im Chat aufregen. Wir haben das Spiel verloren. Warum nur? Es lag an meinem AD Carry, der absolut großartig gespielt hat. Egal. Oh, come on! Alter, wie lucky! Wie lucky! Junge, ich kenn 20 zwar, Leben! Ich kenne zwar einen Lucky, aber der ist, glaube ich, nicht gerade ansprechbar. Ist er. Nein. Ui, noch ein Fisch. Super, liebe Freunde, wir werden ja noch eine Menge Fisch fangen. Und dann, keine Ahnung, was wir da machen. Auf jeden Fall will ich gerade Fisch fangen. Ich habe gerade voll Bock drauf. Fisch fangen ist cool. Der liebe MC Dragon ist ja dafür verantwortlich, dass ich meinen Fisch, meinen Angelschein nicht machen kann im nächsten Jahr. Ja, das stimmt nicht. Doch, doch, bist du. Nein. Wegen dir habe ich jetzt keinen Bock mehr da runterzuziehen. Du kannst auch hier bleiben, Frank. Mit mir gemeinsam das Abitur nachholen. Nee, danke. Ich bin nicht so der Freund von Abitur. Vor allen Dingen weiß ich genau, dass ich wahrscheinlich... Also ich bin zwar bis jetzt ganz gut durchgekommen im Leben mit nicht lernen und einfach zuhören im Unterricht, aber ich glaube, beim Abitur funktioniert das nicht mehr. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass ich das Abitur brillant schaffen würde. Doch egal, Abitur ist Abitur, wenn du es hast, dann hast du es. Ja, nee. Also für alle, die es noch nicht wissen, das wollte ich ja nochmal erwähnen, ich habe jetzt einen festen Job in Österreich für eine Menge Geld. Und ja, weiß halt noch nicht, wie das dann weitergeht mit Let's Plays. Ich hoffe, dass ich da gutes Internet habe und auch die Möglichkeit habe zu Let's Playen. Sollte das Internet schlecht ausfallen, dann wird es wahrscheinlich nur noch am Minecraft geben, falls ich Probleme haben sollte mit Hochladen. Ansonsten, ja, geht's halt normal weiter. Müssen wir mal schauen. Es geht dann erst Mitte Dezember los und bis Mitte Dezember habe ich halt die verkürzten Let's Plays momentan noch, wo nur noch Don't Starve von Minecraft kommt. Ja, und ab und zu werde ich vielleicht mal ein paar League of Legends Folgen raushauen. Ich habe noch ein paar aufgenommen, muss ich mal so sagen. Und ich habe ja auch noch, glaube ich, eine, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Und, oh, es wird gleich Nacht. Okay, wir angeln die Nacht noch durch und dann machen wir was anderes. Ja, wie gesagt, also dann hoffe ich mal, dass es ab Mitte Dezember wieder normal weitergehen kann. Alter. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich eine 6-Tage-Woche habe. Das heißt, 3 Let's Plays werden es wahrscheinlich nicht mehr werden, in dem halben Jahr jetzt.